Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio, jetzt hier mit weit über einer Woche Verspätung. Ja, mich hat es richtig aus der Bahn geworfen, das hat mich richtig umgehauen. Volle Suppe Corona gehabt. Erstmal danke für alle Genesungswünsche und ähnliches, die sozusagen dann doch noch ankamen oder mich erreicht haben. Ich habe mich wirklich jetzt auch, ich habe 10 Tage nicht eine Minute gezockt. Und das ist bei mir, glaube ich, das letzte Mal gewesen, als ich... Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, das war noch zu, bevor ich mein C64 hatte und da war ich 11. Also, ist eine Weile her, dass ich so lange nicht gezockt habe. Es hat sich noch ein paar andere Sachen geändert. Ich habe meinen Raum umgestaltet, weil ich konnte nicht reden, ich konnte nicht sprechen. Ich hatte aber sozusagen körperlich, also es war wirklich nur der Kopf halt eben, so ein bisschen daneben. Was mich weggebildet hat, und aber ich hatte körperlich immer mal wieder Ideen, so jetzt könnte ich was machen, und dann bin ich dann losgewandert und habe dann auch was getan. Unter anderem habe ich meinen Raum umgeändert, also meinen Rechner umgestellt, der steht jetzt da, wo vorher meine Essecke war, ist auch egal, auf jeden Fall ist er quasi 90 Grad an der Wand gegangen. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass hier ein bisschen mehr Hall ist. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich hier den Hall wegkriege, von der Wand oder von der Ecke hier hinten, dass das nicht ganz so sehr da ist. Ich habe übrigens festgestellt, dass an meinem Audioeingang fürs große Mikrofon, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht, weil die ganzen anderen Nebengeräusche hier sind, dass der Stromeingang, wenn man den irgendwie ein bisschen bewegt, dann fängt das Mikrofon an zu brummen. Ich glaube, das hatten wir schon mal das Thema, vor 1,5 Jahren oder sowas, wo ich das Ding mal umgestellt hatte und dann hat es gebrummt, wie so ein Mikrofon. Das hatte ich hier auch erst, aber da ich schon in etwa wusste, wo es herkommt, lief es ganz gut. So, zu mir, ich werde jetzt erst mal wieder langsam anfangen. Das heißt, heute werdet ihr wahrscheinlich erstmal nur dieses Factorio-Video gesehen haben. Ich muss langsam reingucken. Es ist jetzt gerade übrigens Mittwoch, nachts 2.44 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Weil während Corona habe ich mir angewöhnt, dann ins Bett zu gehen, beziehungsweise dann zu schlafen, wenn der Körper sagt, so jetzt kannst du schlafen, weil es war leider so, dass. Keine Ahnung, alles so durcheinander war, also selbst das ganz normale Schlafen gehen war einfach nicht drin. So, wir haben hier schon alles leer geräumt. Der Bereich müsste ja eigentlich mit dem Bereich übereinstimmen. Das wollen wir jetzt mal überprüfen, indem ich jetzt nämlich... Oh, ich muss die Leitung noch rausreißen da. Das fällt mir gerade auf. Alles klar, dann gehen wir nochmal kurz hin und reißen nochmal eine Leitung raus. Und dann werden wir den Bereich einfach da raufbauen. Ich muss mir nur irgendwas überlegen, weil, wie ich schon gesagt habe, was ich mit diesen Teilen hier mache, wenn die jetzt am Arbeiten sind. Hab ich nur betonene Taschen? Naja, ich habe nur ein bisschen betonene Taschen, dann kann ich hier noch ein bisschen Beton legen. Ist das 2 breit oder ist das 3 breit gewesen hier? 2 breit, einfach nur 2 breit. Ja, dann los. Guck mal, da kann ich da drauf lang laufen. Jetzt ist es doch schneller, bis die Taschen leer sind. Naja, sind wir schon oben. So. Gut. Egal. Bleibt erstmal so. Das sieht scheiße aus. Egal, bleibt so. So, ich wollte ja nicht hier die Leitung rausreißen. Ja, also, wie gesagt, da habe ich dann immer mal wieder dann geschlafen, wenn es zum Schlafen ging. Oder wenn der Kopfschmerz halt gering genug war. Oder halt mittels, und da muss ich sagen, da bin ich dann ein bisschen... wenn ich Kopfschmerztabletten nehme ich die wirklich sehr dosiert ein. Ich kenne andere Leute, die schmeißen die rein wie Smarties. Da bin ich nicht so. Also ich nehme wirklich eine Kopfschmerztablette dann, wenn ich eine Kopfschmerztablette brauche. Oder wenn es dann wirklich gar nicht anders geht, oder generell Schmerztabletten. Und deswegen war halt eben an vielen Stellen einfach, ja, wenn der Kopfschmerz es zugelassen hat, dass es geht, dann habe ich was getan, aber ansonsten habe ich es dann eher gelassen. So, jetzt werden wir hier einmal ganz kurz die Pumpen rausnehmen hier. Denn das hier rauslaufen lassen. Denn ich vermute einfach, wenn ich die Pumpen jetzt hier rausnehme, das sollte eigentlich dann klappen, einigermaßen. Dann sollte hier keine Flüssigkeit mehr da anliegen und die sollten eigentlich alles loswerden hier. Wieso ist denn da noch Flüssigkeit drin, so viel? Guck mir diese Massen an Flüssigkeiten her. Ja, unfassbar. So, jetzt kommt nichts mehr, oder? Ist ausgelaufen hier? Ja, ist ausgelaufen. So, dann nehmen wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich...
Ne, dann habe ich dann gleich was anderes drin. Okay. Dann nehmen wir jetzt die Steuerung Copy Map Modus und dann kopieren wir uns mal hier dieses komplette Innenleben, was hier alles drin ist, mit allem, was dazugehört, und schmeißen das mal darüber. Ich denke mal, es wird hier oben ein paar Schwierigkeiten geben und wir müssen dann ganz viele Pumpen setzen. Das ist sozusagen dann das, was uns da erwarten wird. So, wir gehen bis dahin, wir gehen bis dahin und dann gehen wir bis dahin. So, dann nehmen wir das alles mit. Klick. Und setzen das mal hier drauf. Das sollte im Groben und Ganzen... Ach du Schande, das ist ja alles rot da hinten. Ja, warte mal, das passt nicht. So, jetzt passt es. Ja. Klick. Gesetzt. So. Und jetzt müssen wir nämlich hier nochmal drüber gehen und müssen hier sagen, mach mal nicht das, mach mal... Nee, oder? Mach mal... Was haben wir hier gemacht? Hellblau? Haben wir hier hellblau gemacht? Ja, hellblau. Mach hier mal hellblau. Theoretisch müsste ich jetzt eigentlich mal einmal rumgehen, aber na egal. So. Und ich glaube, ich muss hier oben die beiden auch noch rumstellen. Bin mir nicht ganz sicher, die muss ich auch rumstellen hier, sonst machen die nämlich auch nicht das, was sie sollen. Hellblau. So. Das funktioniert soweit. Das sollte funktionieren. Und ich muss wahrscheinlich die hier auch noch wieder umstellen, dass die auf hellblau funktionieren. Und die sind hellblau. Interessant, die sind nicht umprogrammiert. Aha. Habe ich da wahrscheinlich andere Greifarme hingesetzt. So, jetzt kann hier gebaut werden. Ich werde hier die Pumpen dazwischen setzen. Wir müssen dann dementsprechend jetzt nur Pumpen machen wieder. So, das lässt jetzt hier wieder ganz normal anfangen zu arbeiten. Ich denke mal, das wird sich hier relativ schnell entleeren. Ja, weiß ich gar nicht. Könnte sich sogar die Waage halten, ne? Mit was reinkommt, was rausgeht. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Theoretisch müsste sich sogar die Waage halten, ne? Also eigentlich haben wir es so gebaut, dass es sich die Waage hält. Dass wenn die hier alle mit Mal produzieren... Ich glaube, das sind genauso viele, wie wir bestücken können von da innen. Gut, dann werden wir jetzt loslegen und werden natürlich dann hier, wenn das gebaut ist, müssen wir natürlich auch hier ran. Das heißt, wir werden wirklich dann, ich kann die Pumpen Typ 3 eigentlich gar nicht dann freigeben, ne, für die Leute. Ich werde jetzt aber hier nochmal aktiv einfach die Pumpen rausnehmen, falls sie doch welche haben davon. Sollten sie nicht, aber möglich ist ja immer alles, ne. Und bei den Bahnhöfen habe ich hoffentlich auch aktiv alle rausgenommen, denn da passieren ja jetzt sonst auch noch ein paar Blödsinnigkeiten. So, die Pumpen nehme ich erstmal raus. Und dann kann ich hier Bahnhöfe vielleicht setzen. Habe ich welche? Die muss ich ja umbenennen noch, aber ich glaube, ich habe die ganzen Klötze jetzt bei mir, ne? Da gibt es keine mehr im Netzwerk. Ja, okay. Also dann kann nichts schief gehen. Lass mal bauen, soweit wie es geht. Und dann werden wir da drüber gehen nochmal. Genau. Ja, dann lass das doch erstmal setzen hier. Das sieht doch ganz gut aus. Coole Sache, Parker. So, das wird dann für hellblau hier oben laufen. Hoffentlich in dem Maße, wo ich soll. Und hier sieht man schon, hier wird ordentlich Strom gezogen aus dem Netzwerk hier. Da sind jetzt so ordentlich Bauroboter unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viele sind da jetzt unterwegs. Alle. Sehr schön. 1515 Bauroboter sind gleichzeitig unterwegs. Das wird man sicherlich auch am Stromnetz sehen. Ja. Da gehen nämlich dann hier sämtliche 1500 Roboter, ziehen uns gut Megawatt raus aus dem Netz, ne? Ist jetzt der zieht mehr als der Rest, aber okay, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, so soll es sein. So darf es auch sein. Das kann ja ruhig mal einen kleinen Stresstest geben. Wenn wir jetzt nämlich noch die Produktion da drüben anschmeißen mit irgendwelchen anderen Krempel, dann geht es nämlich hier richtig rund. So, ich brauche mehr Wasser. So, und zwar brauche ich mehr Wasser. Ich stelle mich mal hier auf 400, dass ich zwei Stacks Wasser dabei habe, damit ich das dann hier machen kann und mir in der Zwischenzeit welches gebracht wird. So, dann nehme ich die nächsten 200 Roboter schon in der Luft. Gut. Und dann fangen wir hier mal an mit dem ganz normalen Dreierteich. Hier ein Dreierteich. So, machen wir mal zwei nebeneinander immer erstmal. Darf nur nicht so dusselig sein und wieder da stehen, wo ich das Wasser gerade absetze.
Das ist nämlich etwas, was mir immer doch häufiger noch gelingt. In meiner absoluten Hochintelligenzphase. Darf man das so sagen? Nee, nee, das klingt falsch. Es klingt einfach falsch, weil es nicht richtig ist. Es ist einfach, ja. Gut, so, dann werden wir hier mal schön die Pumpen bauen oder die Seen hinsetzen. Die Mecklenburger Seenplatte. Wo ich im Übrigen richtig Bock hätte, mal wieder hinzufahren. Muss ich sagen. Also, Mecklenburger Seenplatte nochmal zu sehen. So, jetzt haben wir immer noch keinen neuen Dings gebracht hier. Na gut. Gut, gucken wir mal, kann ich denn... Moment. Ich brauche auf jeden Fall Bahnhöfe. Wie habe ich noch? Gar keine. Alles klar. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar. Falls ihr kennt, ich selber welche setzen. So, dann brauche ich hier die blauen Kisten ein paar. Dann brauche ich... Ach, guck mal hier. Ich kann 50 von diesen Pumpen machen. Wollte ich die etwa herstellen? Nö, dann ab dafür. Keine Ahnung, warum, aber mach mal. Leg mal los. Brauche ich ja jetzt ein paar von den Pumpen noch. Ich weiß gar nicht, können mir noch Onshore- oder Offshore-Pumpen geliefert werden? Wo sind sie denn hier? Da sind sie. Lieferbar sind 0, okay, also nicht. Und von den Dingern sind auch keine lieferbar, sehe ich gerade. Naja, gut, okay. Dann machen wir erstmal den Krempel da unten durch. Habe ich schon Wasser geliefert gekriegt wieder? Ja, da habe ich Wasser geliefert gekriegt. Bin ich gleich Durst. Im Übrigen, das hat sich bei mir auch geändert. Ich habe meine... ich bin ja ein sehr, sehr starker Cola-Trinker gewesen. Oder, ja, weiß ich nicht. Ja, doch. Zumindestens in einer... Na doch, doch recht lange habe ich das eigentlich betrieben, sehr viel Cola zu trinken. Das habe ich dann schon mal irgendwann ausgetauscht gegen diese Derivate, die... Was ist das, viel zu nah dran hier? Die das in etwas... in Zero-Manier einem den Zucker dann zuführen. Ja... War irgendwie auch nicht so das Beste davon, ne? Genau, ich weiß nicht, ob der Teich da richtig sitzt. So. Der sitzt auf jeden Fall falsch. Mein, was macht er denn wieder hier? So. Das war an sich eigentlich auch ganz okay soweit. Aber. Es war halt zu merken, ist halt ja ein Süßungsmittel drinne, ein extremes Süßungsmittel, welches ja irgendwie auch nicht ganz so gut ist für den Körper, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und deswegen wollte ich dann von dem Süßungsmittel wegkommen und habe dann gedacht, ja, jetzt musst du mal irgendwas machen. Das habe ich im Übrigen, bevor ich positiv auf Corona war, habe ich das schon angefangen gehabt. Und hab dann versucht, ja, einfach den Zucker rauszunehmen aus meinen Getränken. Und auch den Süßstoff. Einfach dieses Aspartam, dass das eben nicht mehr in jedem meiner Getränke drin ist oder ähnliches, bloß weil ich ganz gerne den süßen Geschmack habe. Muss man ja sagen, also das ist halt einfach so, da bin ich, ja, keine Ahnung, ist das Opfer der Industrie geworden oder so, dass ich diesen Zuckergeschmack einfach übermäßig... Achso, muss wahrscheinlich so. Sieht ja mal dann auch. Dass ich dieses süße Zeug halt übermäßig häufig und stark konsumiert habe und... Naja, was soll's? Ist halt eben so gewesen und ich habe versucht, oder ich bin jetzt dabei, beim Versuch dabei, davon halt wegzukommen. Und ich hoffe, dass das einigermaßen positiv läuft. Für mich. Ganz genau wissen tue ich es noch nicht.
Obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt heute, also sagen wir mal so, ich habe das natürlich dann auch mit einer Arbeitskollegin mich darüber unterhalten, dass ich das machen will und die hat natürlich dann auch gesagt, ja, wenn ihr jetzt, also bei mir ist Wasser pur, ist mir einfach zu langweilig, ne? Also Wasser pur trinken, so aus so einem Wasserhahn das Wasser zu nehmen und das mir in den Kopf zu kippen, ist mir einfach zu langweilig. Deswegen habe ich dann aber so schweren Herzens kann man dann nicht sagen. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 8, 16, 24 Stück. Das wären 17. Das wären 21. Gib mir Eisenplatten aus. Die sind aber in Anlieferung, haben sie gesagt. Naja. Dann müssen die irgendwann hier ankommen. Hoffe ich. Junge, hier ist ordentlich Verkehr, du. Stau und stockender Verkehr. So. Und dann müssen wir mal gucken jetzt hier. Ist denn eigentlich hier. Hier kann man das ganz gut sehen. Wo hier gerade gelb fehlt jetzt wie Sau. Weiß fehlt wie Sau. Okay. Da fehlt an die alles wie Sau. Was ist hier los? Der Sand wird nicht mehr abtransportiert von hier. Okay, wir haben da, Houston, wir haben da ein Problem. Wir haben da ein massives Problem. Was machen wir da? Warum wird das nicht mehr abtransportiert, der Sand? Hier kann er noch hingemacht werden? Nö. Weil hier alles voll? Nö. Hier ist nicht alles voll. Was fehlt hier? Hier fehlen Kristalle. Crystal Dust. Oh. Oh. Wir haben jetzt zu viel Sand im Getriebe. Es ist ja wieder von einem Problem ins nächste, ne? Machen wir den ganzen Sand. Mindere Border kann ich draus machen erstmal in Massen. Das kann ich da anbieten. Keine Ahnung. Wie sieht es hier unten aus mit Mineral Water? Ist das hier in homöopathischen Dosen vorhanden? Oder ist davon zu viel da? Oder zu wenig da? Das kann man auf jeden Fall anbieten, Mineral Water. Das scheint doch zu gehen. Das können wir erstmal machen. Dann gehen wir da mal hoch, dann machen wir da ein bisschen Mineral Water draus. Oder? Voll. Na super, läuft ja. Also, dann gehen wir erstmal dahin. In der Zwischenzeit werden wir hoffentlich fleißig beliefert hier. So, damit. Trinken wir immer noch ein bisschen Eisen und ähnliches. Aber ich brauche das wirklich in Betrieb nehmen. Jetzt ist großartig, wenn da drin alles gar nicht funktioniert. Das wäre natürlich ganz fatal. Hier blinkt ein Signal. Das ist über. So. Wo muss ich da jetzt eigentlich hin? Wie weit ist denn das? Oh, ja, ein paar Quadrate. Ja, hätten wir jetzt aber 2 Minuten früher später auffallen können, ne? Mein Zug steht ja hier auch in um der Ecke bloß rum. Ah, ich komme nicht vorweg. Nein, ja, Mist. Ja, jetzt sind mittlerweile die Roboter schneller als ich. Ich glaube, da kann ich auch noch was forschen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt wirklich Ewigkeiten nicht gezockt und ich habe auch jetzt Factorio nicht einmal angehabt in der ganzen Zeit nicht. Konnte dann nichts tun. Ich glaube, ich habe LS kurz mal angehabt, um irgendwas zu gucken wegen Mods. Aber das war's dann auch schon wieder. Damit war der Gag dann auch schon wieder weg, hätte ich fast gesagt. Und na, guck mal, hier wird er schon wieder fleißig produziert. Sehr schön. Es gibt wieder rote Chips im Werk. Aber ja, ist momentan eher schwierig gewesen. Also wirklich klare Gedanken, Kopf und so. Also Wahnsinn, was die Krankheit mit einem macht. Und ich hoffe, dass es nichts länger bleibendes hat, aber ich befürchte schon ein bisschen was. Aber darüber können wir uns später nochmal unterhalten. Ich werde hier jetzt erstmal auf 75.000 stellen, damit er hier erst so ein bisschen was macht wieder. Nee, so viel will ich gar nicht haben. Ich will bloß das hier haben.
Na. Ja, mir läuft jetzt erstmal das Eisen hier, das Zeug hier raus. Dann müsste ich das hier eigentlich abzweigen, ne? Immer wenn jeder Strang voll ist, dass das dann hier runterläuft oder so. Weil hier kriege ich es ja nicht mehr raus. Gut, okay, dann müssen wir hier mal schnell einen Bahnhof dran klatschen, der Wasser anbietet. Moment. Nehmen wir den hier einfach in doppeldeutiger Manier. Scheißegal, von beiden Seiten kann hier die gleiche Flüssigkeit angeboten werden. Das stört ja nicht. So. Den hätten wir gerne hier dazwischen. Ein Signal noch. Alles ein Strommast. Alles klar. So, den hätten wir hier ganz gern. Und da schließen wir das dann an. So, und dann machen wir hier oben jetzt mit so ein paar Liquifiern. Wo sind sie hier? Am besten hätte ich ja 12. Ne? Wie viele Bänder haben wir denn? 8 Bänder haben wir nicht. Hier kommen bloß 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Bänder kommen dann mal. 1, 2, 6 Bänder runterkommen, wir machen den blödesten. Sind jetzt 5 hier. Gefällt mir noch nicht so unbedingt, aber da kriege ich noch ein paar geliefert von. So, dann macht der hier. Minerator. So. Dreh den Ausgang noch da. Dankeschön. So. Dann wird. Von hier nach da gegangen. Von hier nach. Da gegangen. So, zack, zack, runter. Und dann fließt das hier den. Der eine Strang fließt hier rein, der andere da rein oder sowas. Das wird irgendwie über. Weiß nicht, ob ich das über zwei Tanks mache, hier links, rechts oder so. Werden wir sehen. Auf jeden Fall läuft das hier raus. Mit Applaus in beide Richtungen. So. So. Wir müssen den Sand hier, den überschüssigen Sand ja loswerden irgendwie. Momentan sehe ich einfach die Chancen, dass ich das mit Mineral Water schneller hinkriege als mit allem anderen. Was ist denn hier? Was ist das denn da? Was ist denn für ein See? So. So. Der ist jetzt ein zu hoch. Also die Akkumulatoren immer wirklich merkwürdige Geräusche, ne? Will ja Kind zu nahe treten, aber das klingt ja wirklich nicht gesund. So. Nicht dahin, nicht dahin. Und dann geht das so lang hier. So. Theoretisch kann ich doch eigentlich jetzt. Warte mal, habe ich nur zwei Liefer, die kriege ich hin? Nur klar. Es war nah dran. Naja, ist egal. Passiert. So, warte mal, dann kann ich, nee, da kann ich, kann ja nicht aus der Mitte rausgehen, so. So. Ist aber auch wieder, als wenn das einer sich ausgedacht hat, wa? Eins, zwei, drei, vier, fünf, wir haben trotzdem nur 5 Lücken. Das ist auch blöd. Dann muss das Förderband hier lang gehen. So. Okay, dann geht hier ein Förderband lang. Hier geht eins durch. Dann hätte ich es so näher zusammenbauen können, ne? Hätte ich so da so bauen können. Na, dann machen wir das doch noch. Mein Gott. Gut, also ich werde hier jetzt noch ein bisschen. Upsala. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen näher zusammenrücken und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn. Tschüss.